heute beim SGV Freiberg zu Gast. Welche Ziele habt ihr heute? Ja, klar, wir sind hierher gekommen, um auch die 3 Punkte mitzunehmen. Ja, wir sind jetzt ungeschlagen noch in den ersten 3 Partien, auch ganz ordentlich gespielt, das ein Gegentor. Mhm. Das wollen wir heute natürlich bestätigen. Das Ziel wird immer sein, zu gewinnen. Ja, wir haben natürlich heute eine große Herausforderung, ja, mit 1899 Hoffenheim, die die Liga bisher alles gewonnen haben, ja, auch nur ein Gegentor bekommen haben, sicherlich auch individuell sehr starke Spieler sind. Trotzdem denke ich, sind wir aufgrund der letzten Ergebnisse absolut konkurrenzfähig und wollen hier auf heimischem Boden das Ding auch gewinnen und die 3 Punkte holen, um einfach einen Sprung in der Tabelle zu machen.
1:1 am Ende, können Sie leben mit dem Ergebnis heute? Vor dem Spiel hätte ich es unterschrieben, definitiv, aber ich denke aufgrund vom Spielverlauf in der ersten Hälfte müssen wir uns früher belohnen. Haben es dann nicht geschafft, in der zweiten Hälfte den Druck aufzubauen. Ich meine, wir haben immerhin gegen einen Mitfavoriten oder Favoriten in der Liga gespielt. Da haben sie es dann gut gemacht, haben uns auch dementsprechend vor Probleme gestellt, haben dann auch Chancen, wo sie vielleicht sogar auch noch ein Spiel gewinnen können. Ich denke, wenn wir das noch schaffen, dass wir die zweite Hälfte dann auch den Druck hoch oder den Druck beibehalten wie in der ersten Hälfte und mit und so viel investieren wie in der ersten Hälfte, dann haben wir es auch verdient, solche Spiele zu gewinnen. Ja, insgesamt denke ich, können beide Mannschaften unentschieden werden. Woran lag es, dass er nicht das entscheidende Tor noch geschossen hat oder in der ersten Hälfte die Chancen nicht so genutzt hat? Klar, wir haben einfach in der ersten Hälfte es verpasst, aus gute Chance dann wirklich hundertprozentige zu machen. Also die letzte Konzentration im Abschluss, die Konzentration beim letzten Ball zum Abschluss, ja, auch die Freilaufbewegung, ja, dass ich anspielbar bin, da hat es einfach gehapert und in der zweiten Hälfte sind wir dann gar nicht so ins Spiel gekommen. Da war es dann eher ein Kampfspiel, wo dann wo man vielleicht dann auch Zufall braucht, um so ein Spiel dann endgültig zu gewinnen. Mhm. Wie ist jetzt die Tendenz für die nächsten Spiele? Eher bergauf oder? Wir haben uns bisher in jedem Spiel, also vom ersten Spiel bis jetzt verbessert. Ja, wir machen immer mehr Fortschritte, wir finden uns, es macht riesig Spaß. Auch die erste Hälfte, denke ich, hat es gezeigt, hat es unterstrichen. Wir haben jetzt alle vier, das war das erste Spiel, alle vier Nachwuchsleistungszentren, also die U16-Mannschaften hintereinander. Und ich denke, da sehen wir, wo wir stehen. Ja. Wir haben uns heute das auch uns gesagt, wir wollen hier einfach einen Vergleich haben, um zu sehen, wo wir stehen. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ja. Und jetzt arbeiten wir weiter und versuchen dann beim KSC zu gewinnen und dann in die nächste schwere Spiele gegen die U16-Mannschaften zu gehen. 1:1 am Ende, woran lag es, dass ihr nicht gewinnen konntet? Ja, insgesamt war unser Spiel heute nicht so dominant, ja, wie in den ersten drei Spielen. Schlechter verteidigt, der Gegner hat ja nur lange Bälle gespielt. Und dann auf dem ganz engen Platz einfach schwer, unser Spiel am Boden auch durchzudrücken. Haben dann auch in der Gegnerhälfte eigentlich keine Möglichkeit gehabt, Zugriff zu kriegen, weil sie einfach die Verteidigungsreihen sofort überspielt haben. Dazu kamen dann die Platzverhältnisse und sicher auch keine ideale Leistung der drei Unparteiischen heute. Alles zusammen bin ich überwiegend nicht mit der Leistung unserer Mannschaft nicht zufrieden. Ja. Dazu kommen, wie gesagt, noch andere Kleinigkeiten, die dann am Ende das Spiel nur 1:1 ausgehen lassen. Sind Sie mit dem Punkt zufrieden letztendlich oder wenn man den Spielverlauf sieht? Wenn man den Spielverlauf sieht, war es ja glücklich für uns, dass wir hier noch einen Unentschieden holen. Am Ende haben wir dann schon Druck gemacht. Die erste Halbzeit hat der Gegner ganz klar mehr Chancen gehabt als wir. Zufrieden bin ich nicht, weil zufrieden kann man nicht sein, wenn man hierher kommt als Favorit und dann der Unentschieden spielt. Rein isoliert den Spielverlauf betrachtet, geht schon in Ordnung, dass wir einen Punkt holen, aber es ist trotzdem zu wenig. Waren Sie ein bisschen überrascht, dass die Freiburger so stark waren? Ja, wir wussten, dass sie gute Einzelspieler haben, haben eine sehr schnelle Offensive. Da haben sie uns immer wieder Probleme bereitet, eben durch die langen Bälle und dann durch das aggressive Nachgehen der schnellen Außenbahnspieler. Ja, da waren sie wirklich flink auf den Füßen. Dass sie als Mannschaft nicht so kompakt auftreten, wussten wir auch. Trotzdem durch die guten 3-4 Einzelspieler haben sie den Druck so hoch gehalten, dass es eben für einen Punkt für Freiburg gereicht hat. Ja, aber es muss sich jetzt besser noch in den nächsten Spielen. Ja, wir müssen grundsätzlich lernen, damit umzugehen, dass auch die Bedingungen nicht immer top professionell sind. Wir trainieren die ganze Woche auf einem super Platz. Da kann es immer sein in der EnBW Oberliga, dass man auf einem bisschen schlechteren Acker spielt. Und da müssen wir einfach lernen, damit umzugehen. Auch Leistungen des Schiedsrichters einfach und Entscheidungen zu akzeptieren. Und dann auch trotz der schlechten Verhältnisse im Sinne der Ausbildung unser Spiel durchzudrücken. Ja, und auch gewissermaßen anzupassen, wenn eben Platzbedingungen und so weiter nicht ideal sind. NBW. Energie braucht Impulse.